Von der SPÖ Vilsendorf wurde für das St. Anna Kinderspital gesammelt. Für köstlichen Punsch und Maroni kam so mancher Besucher zum wunderschön dekorierten Stand. Wir sammeln an diesem Abend für das St. Anna Kinderspital. Die Krebsforschung, gerade bei Kindern ist es ja, ich meine, Krebs ist sowieso an und für sich eine schlimme Sache, aber gerade die Kleinen, der Kleinsten, und da wollen wir Gutes tun. Jetzt habt ihr natürlich nicht nur den Punsch da. Apropos Punsch, ist er selbst gemacht? Ja, unser Punsch ist selbst gemacht. Das macht unsere Susi Schaunitzer. Die ist da immer sehr engagiert. Die ganze Familie ist sehr engagiert. Und wir haben nicht nur Punsch, wir haben Glühwein, wir haben alkoholfreie Getränke, wir haben auch alkoholische Getränke natürlich. Wir haben Maroni, wir haben heißen Leberkäse. Also es ist für alles gesorgt. Ich habe jetzt gerade gehört, der Punsch kommt von euch, die Maroni möglicherweise auch. Was ist noch alles von euch? Also im Prinzip haben wir heute, sagen wir selber gemacht, haben wir Punsch, Glühwein und Kinderpunsch. Gekauft haben wir die Maroni am Großgrünmarkt drinnen, aber die besseren gleich für heute. Und ansonsten haben wir im Prinzip alles darin selber gemacht, eben um die Ausgaben so gering als möglich zu halten, weil es ja doch für einen guten Zweck ist, für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Und da wollen wir natürlich schauen, dass wir so viel wie möglich Geld zusammenkriegen, damit wir ein schönes Weihnachtsgeschenk übergeben können. Wieso habt ihr euch gerade für dieses Projekt heuer entschlossen? Die Idee gibt es schon länger. Wir haben die Idee schon vor 3, 4 Jahren das erste Mal gehabt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einen Punschstand am Kirchenplatz und spenden dann die Einnahmen den wohltätigen Zwecken. Und wir haben es heute das erste Mal, muss ich ehrlich sagen, zusammengebracht, dass wir uns so weit organisiert haben, gemeinsam mit der SPÖ Vilsendorf und der JG Vilsendorf, dass wir das gemeinsam auf die Beine stellen und eben 3 Tage lang durchführen. Und ihr habt so eine außergewöhnlich nette Location, weil hier ist man eigentlich gut geschützt und Platz hat man auch. Ja, in unserem Stadl ist das immer recht angenehm. Es ist zwar kalt, natürlich, aber es ist doch so, dass der Wind nicht durchfährt und es ist, wenn es regnen sollte oder schneien, ja, dass wir nicht nass werden und somit ist das recht angenehm. Was darf man sich jetzt von den Gesamteinnahmen erhoffen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung, was jetzt, wie viel es sein wird. Wir hoffen, dass es eine gute Summe sein wird und wenn nicht, werden die Partei und auch die EG nochmal draufgeben, damit es sich wirklich für ein lohnendes Weihnachtsgeschenk ausgeht für das St. Anna Kinderspital und Kinderkrebsforschung. Was bedeutet Weihnachten für dich? Weihnachten bedeutet für mich abschalten und mit der Familie Zeit verbringen.